Hallo ihr Lieben, wir brauchen noch ein paar Minuten, drei, und dann geht's auch schon los. Aber schön, dass ihr alle da seid. Ich fange an. Ich fange an. Ja, sehr schön. Wundervoll. Wir beginnen gleich, wenn wir haben extra für euch Kirchenglocken eingeladen. Sind zu begrüßen. Deswegen müssen wir noch kurz ausharren. Wow. Ich glaube, ich mache einfach mal das Fenster zu. Die hören hier nicht auf.
herzlich willkommen. Es ist wundervoll, euch alle hier zu fühlen, zu sehen. Ich bin ganz ganz begeistert. Ja, erstmal danke, liebe Ronja, für den Raum. Von ganzem Herzen. Gerne. Und herzlich willkommen an alle, die noch mit da sind. Schön, dass ihr mit im Raum seid. Egal, ob ihr jetzt mit hier drin seid oder ob ihr von außen mit zuguckt. Es ist wundervoll, jeden Einzelnen zu fühlen, zu sehen, zu spüren. Was auch immer, es geht ja auch um die Einzigartigkeit. Und Andreas teilt gerade noch mal in allen Kanälen. Ist ja so beschäftigt. Ja, ja, jetzt haben wir einen Hall drauf. Wird ausgemacht? Okay. Ja, herzlich willkommen zu Lebe deine Einzigartigkeit. Ich fühle mich gerade so ein bisschen ins eiskalte Wasser geworfen, weil ich die Moderation gekriegt habe und gar nicht so genau weiß, um was es eigentlich geht. Was aber schön ist, weil das auch irgendwie so ganz arg das Leben ausmacht und die Lebendigkeit ausmacht, da ganz spontan reinzugehen und einfach anzufangen. Wir haben heute... Es ist immer so, krass, wenn ich so viele Leute auf einem Raum habe und die alle kommen und alle sehen. Ich möchte immer so alle begrüßen, alle da sein lassen. Ronja, möchtest du was sagen? So, für dich war ja das Webinar so der... Sehr gerne. Wundervoll. Also wir sind heute ein Trio, also wir sind drei Leute. Das ist der Andreas, die Christina und ich. Ich habe begonnen mit dem Kongress und bin unterwegs dann eigentlich auf Andreas und Christina gestoßen. Und der heutige Raum ist eigentlich dazu da, euch vieles auch von mir zu zeigen. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, so einen Kongress zu machen? Wie bin ich zu den beiden gekommen? Wie habe ich sie erlebt? Was hat mir geholfen mit ihnen beiden? Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie gut ihr mich seht und hört, weil ich bin hier in den Ferien und vor etwa 10 Minuten zurückgekommen vom Zahnarzt. Also es kann sein, dass ihr mich noch nicht so gut versteht. Ich beginne dann auch gern zu erzählen, einfach was mir ein großes Anliegen ist. Meldet euch, es gibt unten einen Chat. Ah ja, da habe ich gesehen, hat schon jemand was reingeschrieben. Also alles schick, das ist wahrscheinlich von MacBook. Und ihr dürft auch gerne was sagen. Es ist einfach so ein bisschen die Frage, wie viele dann was sagen wollen. Immer, wenn wir sprechen, Mic aus. Und wenn ihr was sagen möchtet, einfach mal Hand auf und gucken, dass wir euch sehen. Also je mehr ihr euch selbst auch einbringt, desto mehr habt ihr auch wirklich 100% von heute. Also es liegt eigentlich ganz stark an euch, was ihr jetzt eigentlich von uns wollt. Dürft aber gerne auch einfach zuhören. Dann fischen wir ein bisschen im Dunkeln. Also wenn ihr das präzisieren wollt, sehr, sehr gerne. Also ich bin die Elisabeth Ronja, im Kongress die Ronja Räubertochter. Ich habe den zweiten Namen genommen, weil die Ronja Räubertochter eine wunderbare Nase hat, wenn die Elisabeth gerne zurückstecken möchte und Schiss hat und lieber sich unter die Decke verkriechen möchte. Darum habe ich die Ronja als Kongressführerin gewählt. Die hat mir sehr schöne Dienste gegeben. Dann haben wir den Andreas mit dabei. Ich möchte erst ihn auch noch vorstellen lassen und auch die Christina noch vorstellen lassen, bevor ich dann mit dem Erzählen beginne. Und ihr dürft gerne den Chat auch schon nutzen. Also Andreas. Ja, machst du mal aus. Okay, schön. Wir sitzen heute das erste Mal nebeneinander. Das ist ein bisschen lustig. Von daher, genau, so schön. Also ich bin Andreas und ich mache Kongressbegleitung jetzt seit Anfang an, seitdem es überhaupt Kongressbegleitungen gibt.
also seit es in Deutschland Kongresse gibt. Als erstes habe ich die Christina begleitet und aus dem ist es eigentlich entstanden, dass, hört ihr mich alle gut? Ja. Genau, und aus dem ist es eigentlich entstanden, dass wir beide festgestellt haben, dass ein Kongress alleine, ein Mensch, das praktisch fast unmöglich ist. Also sich um alles zu kümmern, immer da zu sein für die Teilnehmer, für die Coaches, für alle und dann noch zusätzlich die Technik, Grafik und alles zu machen, das ist einfach ein Projekt, das alleine zu stemmen ist. Da brennt man aus komplett. Und daraus ist eigentlich unsere Kongressbegleitung entstanden. Und wir dürfen immer wieder so unwahrscheinlich nette Menschen wie die Ronja begleiten zu ihrem Kongress. Das ist echt immer ich bin ja keine Hebamme, aber Christina ist eine. Aber das ist echt so schön, das zu, immer wieder zu sehen, wie die Menschen, die Personen an einem Kongress wachsen. Also wie am Anfang. Bei der Ronja war ja nur teilweise Begleitung, also nur in Anführungsstrichen teilweise Begleitung. Aber wenn man die von Anfang an sieht, wie die in ihr Thema gehen und wie die das Thema finden, wie das Thema dann wirklich da ist, wie das dann sichtbar wird, also mit Grafik, mit dem, wie es nach draußen geht, dann auf einmal sieht man das, was man da drin haben will. Und das macht dann ganz viel mit den Menschen, aus denen der Kongress raus will und wie man das dann sieht, wie die dann wachsen an den ganzen Speakern und wie die dann dastehen in dem Kongress. Und das ist echt krass. Das ist einfach, das ist meine Leidenschaft. Das ist echt so schön, das zu sehen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich wollte mich vorstellen, ja genau. Ja, das bin ich. Also in dem Fall. Ich bin noch ganz viel mehr. Ich bin Papa, Mann. Alles einfach. Magst du? Können wir switchen? Wir switchen einmal. Könnt ihr mich hören? Ich habe meinen Ton nämlich jetzt aus. Ja, also mein Name ist Christina. Und ich bin online gerade mehr auf Facebook als irgendwo sonst unterwegs und betreue da meine Gruppe. Die heißt Wild Heart Creation und genau darum geht es mir, zum wilden Herz zu erwachen. Ich betreue nur noch, viele Leute fragen mich immer, wer bist du? Ich bin ich. Also ich bin einfach Christina und bin hier irgendwie mal auf die Erde gekommen 1980 und seitdem auf meiner Reise durch die Zeit und habe ganz viel einfach dabei befreit und entdeckt. Ich meine medialen Fähigkeiten, die Heilerin, den Coach, die Mutter zwischendrin mit drei Kindern, das freie Lernen und einfach auch irgendwann wirklich so erwacht zu dem wahren Selbst. Und seitdem begleite ich eigentlich Menschen wirklich genau dahin, zu ihrer Einzigartigkeit, also zu ihrem Sein, wirklich aber nicht jetzt irgendwie in die Spiritualität ganz nach oben, sondern wirklich ins Herz, ja, so dieses, was macht eigentlich dich aus, was bist eigentlich du? Und ich habe immer Businessbegleitung gemacht, also ich habe auch ganz lang Kongress-Coaching gemacht, neben den Kongressen und habe festgestellt, okay, meine Essenz ist wirklich, die Leute in ihren tiefsten Punkt zu führen, also an ihren kleinsten Punkt zu führen, sozusagen, und nicht nach vorne zu bringen, und wir ergänzen uns eigentlich, glaube ich, ganz gut. Also so dieses Intuitive ist einfach voll meins und das mache ich jetzt auch nur noch. Ja, ich habe mich wirklich komplett verabschiedet von Technik und Online-Business und so weiter und lasse mich da selber begleiten, weil ich einfach gemerkt habe, es ist auch unglaublich wichtig, sich begleiten zu lassen. Und ich lasse mich tatsächlich auch, also natürlich von Andreas und Markus und so weiter und den Leuten von Lüffmann begleiten, aber ich lasse mich auch immer mal wieder von außerhalb begleiten, um neuen Wind mit reinzubringen, weil es einfach wichtig ist, dass man sich Begleitung nimmt, die dann auch von außen einfach einen Blick drauf hat. Also wenn Andreas einfach so nah ist, hole ich mir auch eine Begleitung. Ich wollte mich eigentlich auch mal vorstellen. Ja, also das bin ich und freue mich riesig, dass ihr alle hier seid und ja, danke für den Raum. Und jetzt mache ich meinen Ton mal wieder an. Ich hoffe, es gibt keine Rückkopplung. Gut. Ja, dann übernehme ich wieder mal. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr, die ihr da seid, auch mehr Hintergrund jetzt eigentlich wissen möchtet und erfahren möchtet, wie bin ich dazu gekommen, diesen Kongress überhaupt zu machen. Wenn ich
etwas erzähle oder wenn ich da erzähle und ihr merkt, nee, das ist aber nicht das, was ich eigentlich wissen möchte, schreibt auf den Chat. Und sonst würde ich jetzt einfach mal vorne beginnen. Da fragt jemand, welchen Kongress genau. Also mein Kongress war der Lebensvisionskongress, der ist jetzt seit 29. Juni vorbei. Und meine URL ist wildesselbst.de. Also ich habe auch das mit dem Wilden, die Wildheit da drin. Und dieses wilde Selbst ist eigentlich so die Idee des Pferdes, das nicht zugeritten worden ist, sondern einfach noch frei ist. Und da ist auch mein Ansatz, oder war, ist mein Ansatz, ja. Also nicht dieses Dressierte, aber auch nicht das Wildgewordene, weil die Dressur zu intensiv war, sondern wirklich wieder an diesem Punkt, wo die Wildheit einfach ist. Und in dieser Wildheit dann eigentlich auch die Ruhe ist und der Mut, das zu tun, wofür man hier ist. Und dieses, wofür bin ich da, das ist der springende Punkt. Niemand kann von außen wissen, wozu ich hier bin. Also ich würde fast sagen, sobald mir jemand sagt, ah, das ist jetzt dein Ding, dafür musst du gehen, dann würde ich am liebsten sagen, dann lauft weit weg. Und ich habe mit Mindhat begonnen und bin da wirklich, also, boah, ziemlich in den Sturm geraten, was für mich richtig und gut war. Was zu sagen ist dazu, ich habe in diesem Tool relativ viel Geld liegen lassen, weil ich einfach keine Begleitung hatte, die einfach alles beinhaltet, sondern ich hatte einfach mal ein Versprechen, dass zwar alles drin ist, und dann hat man aber gemerkt, oh, das geht doch nicht, und dann musste ich da noch jemanden dazu nehmen und da noch jemanden dazu und da noch jemanden dazu. Und zuerst war ich natürlich zu stolz dazu und hatte auch das Problem, ja, meine Güte, wie lange geht es noch mit meinem Geld? Und darum ist es mir ein Anliegen, das heute hier so zu machen, dass ihr wirklich Andreas und Christina kennenlernen dürft, falls jemand von euch diesen Weg gehen möchte, dass ihr nicht das Gleiche durchleben müsst wie ich. Also ihr könnt das wirklich viel, viel, ich bin geneigt zu sagen, professioneller haben. Also, zurück zum Kongress. Ich wollte nie einen Kongress starten. Das ist für mich keine Option gewesen. Ich hatte damals den Thomas Nestelberger kennengelernt und wollte einfach mehr von den beiden erfahren. Und ich war definitiv kein Online-Typ, sondern ein Offline-Typ. Und die einzige Möglichkeit, die beiden noch offline kennenzulernen, war noch ihr letztes Retreat, das sie in Stiersbach gemacht haben. Und da bin ich hin und habe dann auch die Christina da schon kennengelernt. Und das war ein Retreat, in dem ich schon das erste Mal kennengelernt habe, wie es sich anfühlt, auf sich selbst sitzen gelassen zu werden. Und das hat mich das erste Mal schon geweckt, dieses Gefühl, ich werde einfach auf mir selbst sitzen gelassen. Das hatte Ausmaße, zum Beispiel, dass der Thomas in den Raum kam und wir waren alle voller Erwartung, was jetzt hier passiert. Und es geschah einfach halben Tag nichts, also gefühlt halben Tag, vielleicht war es auch weniger. Und was da so geschehen ist mit jedem Einzelnen, wenn da nichts passiert, und das war nicht vorbereitet, es hat mir da schon die Möglichkeit gegeben, ganz klar auf mir selbst sitzen zu bleiben und zu merken, was bin ich und wer bin ich eigentlich. Genaueres dann dazu, wie ich das gefunden habe, was ich selbst bin. Ich unterrichte Gesang, und zwar schon sehr, sehr lange, und bin immer sehr, sehr glücklich, wenn ich merke, jetzt ist der Punkt da, wo das Wesen, die Sängerin, wirklich frei in sich selbst ist. Und das ist immer ein Moment, bei dem ich echt nicht, erstens nicht sagen kann, wie ist es passiert. Und zweitens kann ich nicht sagen, was hat sie jetzt genau oder was hat ihr jetzt genau für sich gefunden. Das heißt, wie der Andreas gesagt hat, ich bin irgendwo Hebamme, ich tue mein Bestes, indem ich wirklich einfach klar bleibe in der Führung.
aber ich kann letztendlich nicht sagen, was gefunden wurde. In diesem Gesang hatte ich immer die Möglichkeit, das im ganz engen Raum zu tun. Und für mich ist das Anliegen immer größer geworden, einfach mal nur Zeit und Raum zu haben, nur dafür. Nur für dieses Ding, für dieses Etwas, was ich letztendlich nicht definieren kann, was nichts mit Gott zu tun hat, was nichts mit irgendwelchen anderen Ideen zu tun hat, sondern da, wo einfach ein und alles zusammenkommt und wir letztendlich keine Worte mehr haben. Und das war mein Glück, dass ich diesen Kongress dann doch gestartet habe, ohne Kenntnisse mit Computer, ohne Facebook-Zugang. Ich hatte kein Facebook zu dieser Zeit. Ich hatte gerade mal ein Smartphone. Und dieses Thema Lebensvisionskongress, das wurde herausgearbeitet zusammen mit Coaches. Und das habt ihr hier das Glück mit Andreas und Christina alles auf engstem Raum zusammen zu haben. Ich habe Andreas erlebt morgen um 1 noch für mich da, weil einfach YouTube nicht funktioniert hat und ich hatte tausende von Mails. Ich kann die Filme nicht gucken und die Mails kommen nicht an und was soll das und so. Also es war echt krass und der Andreas war einfach morgen um 1 noch da für mich. Hatte ich vorher nie erlebt. Dann gab es Möglichkeiten, Momente, in denen auch nichts gegangen ist. Und dann ist die Christina gekommen und ich habe sie jedes Mal dafür gehasst. Dann hat sie gesagt, könnte es sein, dass irgendwas im Raum ist? Habe ich gedacht, oh Gott, im Raum. So dieses Ohm-Ding ist umso überhaupt nicht meins. Dann habe ich gedacht, okay, mal gucken. Und es war tatsächlich jedes Mal etwas, was mich letztendlich erleichtert hat. Bei mir war zum Beispiel noch so Themen, die ich einfach noch nicht gemacht hatte. Also ich war damals noch mit Rumen nicht mehr unterwegs, aber ich war noch in der Gruppe und ich habe gemerkt, ich habe jetzt meine Lehrerin gefunden und möchte eigentlich nicht mehr mit Rumen weitergehen. Aber ich habe so das noch ein bisschen gehütet, noch gehalten und so. Und habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt einfach wichtig, auch wirklich abzuschließen damit. Das heißt auch, ein Zuhause zu verlassen. Diese ganze Community war für mich auch ein Zuhause. Dafür ist die Christina perfekt. Was auch perfekt ist bei den beiden, auch ich darf ihnen mal was sagen. Also ich darf auch sagen, sag mal, könnte es sein, dass bei euch was da im Feld ist oder so. Auch dafür sind sie da und können ganz gut auch wirklich abgrenzen, was ist ihres und was nicht ihres. Also so viel zu meinem. Also das Thema gefunden habe ich durch das, dass ich es immer ein bisschen leben konnte in meinem Beruf, aber nicht wirklich ganz. Und das war mir dann einfach, ich war so im Gefängnis. Und ich würde auch sagen, so könnt ihr sehr gut auch euer Thema finden. Da ihr merkt, wow, irgendwie bin ich jetzt gerade so glücklich, aber es ist so schnell wieder vorbei. Es leuchtet auf und dann ist es schon wieder vorbei. Das ist so eine Fährte, die da wirklich beginnen kann. Bei den einen ist es dann so, dass sie tatsächlich auf die Bühne gehen mit dem Kongress. Andere starten eine eigene Gruppe, wie Christine zum Beispiel. Und da ist einfach so der Punkt, wo steht ihr jetzt gerade? Und da wäre es ganz, ganz schön, wenn ihr mal ein bisschen reinschreiben könnt in den Chat, wo ihr gerade steht. Also was macht euch aus? Wo steht ihr gerade? Ich werde jetzt mal Mic wieder ausmachen und gucken, wo es weitergeht. Ja, danke Ronja. Ich bin ganz sprachlos. Ja. Rastlosigkeit. Zur Kongressbegleitung kurz noch und dann gehe ich zur Einzigartigkeit. Zur Kongressbegleitung ist noch, dass das wirklich daraus entstanden ist, dass wir ja ganz viele Kongresse eben mit Mindhat begleitet haben und festgestellt haben, genau, also unsere Kongressbegleitung ist aus dem entstanden, was fehlt, was wir uns immer gewünscht hätten für die Coaches und das haben wir dann quasi zusammengestellt mit Livemore. So, genau. Und ich wollte jetzt mal zur Einzigartigkeit noch gehen, weil du hast jetzt gerade so schön gesagt, es geht einfach nur das Ding und ich begleite einfach, ich merke auf meinem Weg, immer wenn ich Menschen begegne, es gibt so viele Menschen jetzt gerade,
die haben irgendwie so im Außen alles, was sie brauchen, ja, Familie oder und Job oder was auch immer. Irgendwie ist alles da. Ja, also ich kenne das auch aus meiner Geschichte. Ist jetzt vielleicht nicht in Massen alles da, aber es ist Familie da und es ist Haus da, keine Ahnung, Wohnung, schöner Wohnort, eigentlich schöner Job. Ja? Alles müsste eigentlich irgendwie perfekt sein und trotzdem ist man nicht glücklich. Und trotzdem fühlt man sich, und du hast es mit dem Pferd so schön gesagt, man fühlt sich wirklich wie so ein Pferd eingesperrt. Und ich kann mich an den Moment erinnern, wie wir bei uns zu Hause das erste Mal eine Katze geholt haben. Und es war eine freilaufende Katze, die jemand gerettet hat. Die war krank und kam, ist in irgendeine Firma gegangen, die war krank im Winter und kam zu einer Firma und die haben die gefüttert. Und dann kam eben so eine Katzenrettungsstation, hat die Katze gerettet und hat ihr bei uns dann den Platz gegeben. Und dann war es dann eben schon wieder schön warm, es war Frühling. Und ich habe mich tatsächlich mit der Katze unterhalten und die hat mir sehr, sehr klar und deutlich gesagt, dass sie eine Freigängerkatze ist, ja, und sie hat keine Lust darauf, jetzt von mir hier, man muss seine Katzen erstmal irgendwie ein paar Wochen einsperren, zu Hause behalten, bevor sie rausgehen, und sie hat einfach keine Lust, jetzt hier irgendwie bei irgendjemand zu wohnen, sondern sie möchte eine Freigängerin bleiben, und sie hat einfach nur um Hilfe gebeten, den Menschen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, ist bei uns ja eigentlich nicht anders, ja, und wir Menschen sind einfach irgendwie in einem goldenen Käfig, ja, also viele, ich meine, klar, es gibt die dann Burnout haben und Depressionen und es gibt auch wirklich schlimme Fälle, aber ich rede jetzt wirklich von denen, die irgendwie zufrieden sein müssten, ja, man müsste doch zufrieden sein, es müsste doch alles da sein, und dann kommt so der Punkt, wo man merkt, okay, man ist eigentlich in einem goldenen Käfig und wer bin ich denn eigentlich? Und dann hat man aber auch erst die Zeit, sich damit zu beschäftigen, wer bin ich denn eigentlich? Weil man nicht mehr in diesem Überlebensmodus so krass drin hängt, sondern man hat irgendwie so ein Umfeld geschaffen und dann kann man anfangen, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und das ist einfach unglaublich wichtig, dass man das macht, sich mit sich selber zu beschäftigen, so zu gucken. Was war das? Wer bin ich? Was macht mich aus? Caroline schreiben, hatte schon Burnout und musste echt zufrieden sein, aber fühle mich daheim nicht wohl. Ja, genau. Das ist genau das. Ja, das ist es. Eigentlich müsste ich doch zufrieden sein. Eigentlich müsste doch alles perfekt sein. Und warum bin ich denn nicht glücklich? Warum sitze ich da und bin einfach unglücklich? Und es ist wirklich, genau, Jeanette, ich hoffe, dass ich sprich's richtig aus, schreibt kein echter Kontakt zu sich selbst. es ist wirklich, es fehlt einfach wirklich was und es fehlt einfach das, was die Ureinwohner noch haben. Und ich hab neulich einen Medizinmann kennengelernt aus Arizona, der irgendwie in Europa jetzt lebt und hier seine Lehren weitergibt, der einfach nur hier ist und der es nicht verstehen kann, dass die Europäer so wenig Anbindung an den Spirit haben und so wenig Anbindung an Mutter Erde und Vater Himmel haben, dass da diese Anbindung einfach komplett fehlt. Guck mal! Da ist Zaubersand drin! Was ist da drin? Zaubersand! Wie cool! Ich guck's mir nachher an, okay? Ah, okay, ich guck's mir gleich an. Guck! Wow, mit Zaubersand. Ich zeig's euch. Ein Würfel mit Zaubersand gefüllt. Danke! Süß. Guck, kriegst ein Like. Und das ist es einfach, ja? Im Zaubersand ist sogar so eine Kugel drin. Eine Kugel ist auch drin. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir die wiederfinden. Es geht einfach darum, genau diese Leichtigkeit wiederzufinden, ja? Genau diese Leichtigkeit wiederzufinden und einfach das Leben nur zu leben. Und es geht auch nicht darum, den eigenen Seelenauftrag zu finden und die eigene Bestimmung zu finden und das, was ich jetzt tun muss. Weil das haben die Kinder gar nicht. Ein Kind würde sich nie überlegen, was ist denn meine Bestimmung, was muss ich denn mal leben? Sondern ein Kind, das lebt einfach komplett im Moment. Und das können wir von denen so wundervoll leben, lernen, weil die einfach im Moment leben, ja, und die sind einfach. Und es geht einfach nur darum, dass uns das weggenommen wurde. Das hatte den Grund, warum es uns weggenommen wurde. Und es geht auch nicht darum, da jetzt sauer zu sein, dass wir das nicht mehr haben, sondern es geht einfach nur darum, es wieder zu entdecken in sich. Und eben in den Frieden zu kommen mit dem, was war. Ja, auch wirklich mit der Erziehung in Frieden zu kommen. Und glaube ich nicht an den Seelenplan. Ja, es ist immer beides. Das Krasse ist,
Das Krasse ist, dass doch das Leben ist so kontrovers und es ist so ein Paradoxum in sich selber, dass wir aufhören können, uns zu überlegen, habe ich einen Seelenplan oder nicht, weil ich habe einen Seelenplan und ich habe keinen Seelenplan. Ja? Also es ist beides. Das Leben funktioniert vorwärts, das Leben funktioniert rückwärts. Ich lebe im Innen, ich lebe im Außen. Eigentlich lebe ich auf der Grenze zwischen Innen und Außen. Und es ist immer irgendwie beides und alles drei. Es ist wirklich alles drei. Und man kann es einfach nicht erklären. Und wir müssen es auch gar nicht erklären können, weil wir als Menschen, der menschliche Verstand damit einfach oft auch echt überfordert ist. Ja, also ich hatte ja diese Erwachensmomente und habe festgestellt, also dass ich mediale Fähigkeiten habe, es kam irgendwann zu mir. Es war so was ganz Natürliches, was ich irgendwie nie ganz abgelegt habe. Und ich habe das Mandala-Zeichnen, kann ich viel von der Struktur der Welt erfassen. Aber es ist bei weitem nicht alles. Ja? Ich kann es irgendwie fühlen, was ich oft nicht im Wort fassen kann. Und keine Ahnung, kann Energien channeln und so weiter. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht auch gar nicht darum, sich in der Spiritualität zu verlieren. Sondern es geht wirklich darum, und das ist das, was der Heiler macht, dich ganz auf die Erde bringen. Ja? Einfach ganz auf der Erde ankommen. Und da musst du auch nicht mehr fragen, was mein Seelenplan. Weil du weißt, was willst du als Seele. Du bist ja die Seele. Ja? Du bist eine Seele, die in einem Körper steckt. Und diese Seele, die hat halt einfach, irgendwann ist diese Seele aus Gott getreten, mit einer bestimmten Essenz, die diese Seele ausmacht. Das ist eben dieser Seelenplan. Oder das, was oft viele als Seelenauftrag sehen. Ja, also da ist diese bestimmte Essenz, die aus Gott raustritt, die sich aus Gott raushängt. Und im Grunde sind wir ja immer noch Gott. Wir sind ja nicht rausgetreten, sondern ich finde, man kann es schön erklären, kennt ihr diese Austernpilze? Die sind unten so zusammengewachsen und dann wachsen oben so kleine einzelne Pilze raus. Und so sind wir. Wir sind diese kleinen einzelnen Pilze. Und wir sind Gott, wir sind kleine einzelne Pilze, wir sind Menschen, wir sind einfach alles. Und es geht nicht darum, die Spiritualität zu leben, es geht nicht darum, nur den Menschen zu leben oder nur die Seele zu leben, sondern das wirklich zu vereinen und zu sehen, okay, was macht mich aus? Ja, was möchte ich jetzt hier als Mensch erfahren? Weil schon die Idee vom Seelenplan, der hinterher zu rennen, macht schon wieder, dass du wieder in irgendein Gedankenkonstrukt reingehst und dir überlegst, okay, ja, was muss ich hier denn jetzt machen? Es bringt schon wieder meiner Meinung nach eigentlich schon fast eine Prägung aus dem inneren Schulkind, dieses, ich muss jetzt eine Ausbildung machen, um was zu erreichen, ja, um was zu machen. Sondern es geht wirklich darum wieder, und Jesus sagt es ja auch in der Bibel, werdet wie die Kinder, dann findet ihr das Himmelreich auf Erden. Genau darum geht es ja, wieder wirklich komplett in den Moment zurückzugehen. Und das heißt nicht, dass du nicht mehr träumen darfst, ganz im Gegenteil. Das, was es ja so schwierig macht und was die Leute in den Burnout treibt und in die Depression treibt, das ist diese Hoffnungslosigkeit. Bei Harry Potter wird es dargestellt, ich lerne gerade viel durch meine Kinder über Harry Potter, bei Harry Potter wird es dargestellt als so schwarze Schleier-Seelen, die irgendwie eben, die dich wirklich so reinziehen. Und das ist auch, ich finde den Burnout, ich nehme den so wahr, Burnout und Depression, das ist wie so ein schwarzer Schleier, der so über dich kommt. Und das ist diese Hoffnungslosigkeit. Es ist einfach nur die Hoffnungslosigkeit, dass ich meinen eigenen Dementoren, dass ich meinen eigenen Träumen und Visionen nicht mehr folgen darf. Und das ist auch schon der Seelenplan. Weißt du, der nimmt dir das auch schon wieder weg. Ja? Wenn du jetzt zu irgendeinem Medium gehst und der sagt dir, okay, dein Seelenplan ist jetzt, keine Ahnung, den Menschen zum Erwachen zu helfen. Ich weiß es nicht. Dann rennst du dieser Idee hinterher. Ja? Und dann fängst du an, dieser Idee hinterher zu rennen und dann kommst du unweigerlich wieder in Burnout und Depression, weil du wieder in die Hoffnungslosigkeit gehst. Du hast als Mensch Träume und Visionen. Und das ist unglaublich wichtig, dass du denen folgst. Und wenn es nur der Traum und die Vision ist von dem neuen Kleid, ja, das ist auch okay. Auch diese Vision ist okay. Und einfach wieder in diesen Zustand zurückzukommen, zu sagen, okay, ich habe einen Traum, ich habe eine Vision und ich finde, Ronja hat es so wundervoll mit dem Lebensmissionskongress auf die Erde gebracht. Und dem darf ich folgen. Und darum geht es. Und das ist das, was wir auch mit diesem Lebe deine Einzigartigkeit transportieren wollen. Ja? Es geht wirklich darum, erkenne, dass du Gott bist oder dass du in Gott bist, dass Gott in dir ist. Und dann erkenne aber auch, dass du als Mensch den freien Willen hast. Ja? Der Mensch hat den freien Willen. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und als Abbild seiner selbst. Wir haben den freien Willen. Wir können uns jederzeit entscheiden. Wollen wir zu 100% Gott folgen? Findet der toll? Finden wir toll? Auf einer anderen Ebene folgen wir sowieso immer Gott. Also auch das bitte jetzt nicht als Konzept ansehen, sondern
einfach wirklich zu sagen, ich gehe für meine Träume und meine Visionen. Und wenn die verrückt sind und völlig, wenn jeder sagt, was machst du da für einen Schmeißen, ist es trotzdem nur der innere Zweifel an zu erkennen, dass es einfach zu 100% mein Leben ist und dass ich eben auch Gott bin. Dass Gott in mir ist und ich bin in Gott. Und diese Einzigartigkeit, das ist einfach nur das, was dich als Mensch, ja, das, was du als Kind, und deswegen arbeite ich so gern mit dem inneren Kind, wenn du auf die Erde kommst, da ist dieses kleine Mädchen, dieser kleine Junge, der ganz wild ist und eben wild im Sinne von Ronjas Pferden, ja, nicht wild, weil er verformt wurde, sondern der einfach das Leben entdecken möchte oder die das Leben entdecken und erforschen möchte. Und das ist das, was die Erwachsenen eigentlich auch noch tun wollen. Wir wollen auch keinen Seelenplänen folgen, sondern wir wollen erstmal einfach nur glücklich sein. Und dann, wenn wir ankommen, in unserem Glück, in unserer Freude, in unserer Freiheit, folgen wir automatisch unseren Seelenplänen und tun das, weil wir dann so übervoll sind. Ja? Wir sind dann so übervoll, dass wir einfach überfließen und das weitergeben. Und wir machen dann ganz automatisch, wo es uns hinzieht. Und jeder hat halt einfach so ein Erfahrungsfeld. Auch was das, was du bis zum heutigen Tag erlebt hast, ist eigentlich schon dein Seelenplan. Ja, also zum Beispiel mein Mandala zeichnen. Ich habe eine Mutter, die ist intuitive Künstlerin. Ich habe einen Vater, der ist Techniker. Der hat mir das technische Zeichnen beigebracht. Ich habe dann Ausbildung zur technischen Zeichnerin, bin dann Grafikdesignerin geworden. Ich habe das beides kombiniert im Mandala zeichnen jetzt. Also es ist nichts umsonst. Und ich habe mich so oft gefragt, warum ich technische Zeichnerin gelernt habe. Aber jetzt weiß ich es. Und alles, was du bis jetzt erlebt hast, das waren einfach nur die Erfahrungen, die du bis zu diesem Zeitpunkt machen hast wollen. Weil sie dich halt dahin geführt haben, wo du jetzt bist. Und weil es Erfahrungen waren, die du dann wieder weitergibst an andere. Oder auch nicht. Du musst auch gar nichts weitergeben. Ja? Du kannst auch einfach nichts tun. Alles passiert für uns. Genau. Das Leben ist immer zu 100% für uns. Es dient uns einfach. Und darum geht es. Ja, und zwar bedingungslos. Auch wenn wir nicht unserem Seelenplan folgen, auch wenn wir uns überlegen, ich möchte jetzt in der Karibik leben und den ganzen Tag am Strand liegen. Ja, wenn das dein Traum und deine Vision ist, dann geh einfach dafür und dann macht es das. Ja, genau, oft führt dich dein Problem zu dem Thema, das du der Welt schenken kannst. Und das Wichtige ist erstmal in diesen übervollen Zustand zu kommen. Wirklich in diesen, jetzt bin ich voll, jetzt bin ich satt, jetzt habe ich alles. Und dann kannst du auch wirklich weitergeben. Du kannst es auch, also man macht es sowieso. Irgendwann gibt es einfach diesen Switch. Es passiert einfach. Ja. Es geht wirklich darum, im Moment anzukommen und zu erkennen, okay, ich bin einzigartig und ich darf diese Einzigartigkeit zu 100% leben. Und desto mehr ich meine Einzigartigkeit lebe, desto mehr ziehe ich das ins Umfeld, was ich brauche. Und nur darum geht es. Sich wirklich zu befreien von diesen ganzen Programmierungen, diese ganzen Erziehungsmaßnahmen, diese ganzen pädagogischen Maßnahmen, das einfach hinter sich zu lassen und zu sagen, okay, das war so, aber ich muss niemandem gefallen, ich muss nichts für irgendjemanden tun, sondern ich kann es einfach alles nur für mich tun, auch nicht für Gott, also ich muss einfach erstmal nicht. Caroline schreibt, das verstehe ich nicht, ich kann ja meinen Job nicht aufgeben, da ich Alleinernährerin bin und ich weiß gar nicht zu 100%, was ich alternativ will. Es ist ein Teufelskreislauf. Genau das ist der Punkt. Ja. Genau das ist der Punkt. Du musst erstmal den Fokus darauf legen, herauszufinden, wer bin ich und was will ich. Und das ist das Wichtigste, weil das Leben gibt ja natürlich alles, was du brauchst. Aber wenn du in so einer Chaosschleife festhängst und gar nicht weißt, was du willst und wenn du eben in diesem Opfer noch festhängst und sagst, okay, geht ja nicht, kann ja nicht, darf ja nicht, bin ja Mutter, muss alle allein ernähren und was weiß ich was, dann ist es natürlich auch so, dann gibt dir das Leben das. Und wenn du aber klar bist und sagst, okay, ich vertraue jetzt dem Leben zu 100%, auch wenn ich es als Kind nicht erlebt habe, ja, es geht über Glaubenssätze tatsächlich hinaus. Also wir brauchen die Gefühlsebene, die ist essentiell wichtig, deswegen ist die innere Kindarbeit so wichtig, weil die einfach auf Gefühlsebene arbeitet. Ja, man muss es nicht über das innere Kind machen. Die Quintessenz ist eigentlich super, super einfach. Die Quintessenz ist einfach, find heraus, was deine Gedanken sind, find heraus, was deine Gefühle sind und dann lerne, die zu führen und dich nicht mehr von ihnen kontrollieren zu lassen. Ja, weil sonst arbeiten die immer, sonst arbeiten nicht mehr gegen dich, sondern nutze das für dich und geh damit. Wie jung oder groß oder alt darf man sein, um seine Bestimmung zu finden? Wenn du sagst, ich möchte das jetzt machen, dann ist es jetzt gerade genau das Richtige. Man hört mich ja auch, oder? Ja, eigentlich hört man den Andreas. Ja, ich glaube schon. Weil wir können ja einfach doch mal gemeinsam dazu sitzen.
Guck mal. Ich hab mal eine 69-Jährige zum Kongress begleitet. Das war auch total spannend. Naja, dann habe ich dann noch ein bisschen Zeit für den zweiten Kongress. Ich möchte noch unbedingt etwas sagen, Christina, da könnten wir jetzt einen Abend lang uns über Gott unterhalten. Also ich bin Antigott. Das heißt nicht, dass ich nicht kannst du es auch anders nennen, ja. Dieses Gefühl habe. Aber der Punkt ist, dass wir haben ganz, ganz viele Sackgassen. Und zwar, ich habe es vorher so bezeichnet, dass uns jemand sagt, ja, das bist du und das weiß ich was. Und in unserer Kultur, wie wir das auch handhaben wollen, hat dieses Wort Gott hat eine Konditionierung drauf. Ja, das ist wichtig, dass wir die auflösen. Jedes Mal, wenn wir das Wort Gott verwenden, verwenden wir auch die Konditionierung dadurch dazu. Darum bin ich hier sehr, sehr vorsichtig mit diesem Wort. Möchte aber einfach noch sagen, dass was das Thema war, ich kann den Job nicht aufgeben. Ich kann das so gut nachfühlen. Ich hatte und habe auch heute noch meinen Traumberuf. Und ich habe gemerkt, wie das immer enger wurde in diesem Beruf, also wie das wirklich immer, immer dichter, dichter, dichter wurde. Und ich hatte das Gefühl, ich kann kaum mehr atmen. Wenn wir in diesem Zustand ganz wach bleiben und gucken, okay, wo gibt es die kleinen Momente, wo ich wirklich merke, wow, das hat mich jetzt erfüllt. Und da wirklich wach bleiben und einfach diese kleinen Dinge sammeln, so wie ganz kleine Pralinen, die wir auf die Seite legen. Und immer mal wieder in diese Schale reingucken, was habe ich jetzt da gesammelt? Dann kristallisiert sich das Thema aus dem Beruf heraus, ohne dass man irgendetwas aufgeben muss. Ich habe während der ganzen Zeit 100% gearbeitet. Was aber wichtig ist, es braucht diesen Moment, wo ich merke, es ist mir zu eng und ich gehe jetzt auf den Weg mit dem, was ich glaube, was ich noch könnte, auch wenn ich noch nicht weiß, was es ist. Und da hat die Christina gesagt, ja, das Gefühl, die Gedanken, es gibt aber auch noch so einen Zustand, wo man einfach nicht mehr fühlt und nicht mehr denkt, sondern einfach merkt, das ist richtig so. Und da kommt dann, ne? Mit diesen Momenten ist es ganz, ganz wichtig, sehr, sehr dankbar zu sein und einfach einen Moment da drin zu verharren. Und das auch nicht noch keinen Profit daraus zu nehmen, sondern einfach zu sagen, wow, danke. Und dann wieder mitten hinein in das Durcheinander. Und gerade dieses Burnout, diese Angst, vor allem eigentlich, diese Dunkelheit, wenn wir überlegen, was uns auf dieser Erde wirklich zusteht, das wird wahrscheinlich jetzt ziemlich Reaktionen auslösen, dann ist es nicht mehr und nicht weniger, als dass wir hier sind. Alles andere sind Geschenke. Dass wir hier sind, ist ein Wunder und das steht uns zu. Und was wir damit jetzt machen, das sind die Geschenke. Und wenn wir das von da angucken, dann können wir einfach nur loslegen. Danke. Ja, also ich sehe das genauso. Das ist total schön, weil es ist jetzt eigentlich von der Christina schon so ein Einblick gewesen in die Arbeit, die wir machen. Die ersten paar Stunden von der Kongressbegleitung ist nämlich das, dass wir erstmal gucken, was will denn da gerade unbedingt auf die Erde? Was will denn da jetzt gerade unbedingt auf die Erde und was ist jetzt gerade das, was da aus dir raus möchte? Das sind so die ersten Schritte, die wir überhaupt machen. Ja, genau. Man muss dazu sagen, Andreas fastet seit 2 Tagen und ist irgendwie
Genau, richtig. Und dann, was ich finde, also erstmal vielen lieben Dank, liebe Ronja, für diese tollen Lorbeeren, die du vorhin erzählt hast. Ich habe mich noch gar nicht bedanken können. Das ist echt krass. Voll mega. Danke. Genau. Also, weil das ist nämlich, du hast auch einen ganzen total schönen Satz dazu gesagt. Das ist, wenn mir jemand anders sagt, was ich denn. Felix? Genau, wenn. Jetzt bin ich durcheinander. Seht ihr mich noch alle, ja? Nee, nicht mehr. Jetzt ist gut, ja. So, jetzt bin ich Christina, hallo? Also, genau, Ronny hat was total Cooles gesagt, und zwar ist es, dass es gar nicht wichtig ist, was ich denke oder was ich fühle, was aus dem raus will, sondern das ist wichtig, was derjenige, der den Kongress macht, nach draußen will. Und das ist wie so ein Verstärker und so ein Booster. Wir sind eigentlich nur dazu da, um das zu verstärken, um zu halten, zu generieren und um vielleicht irgendwie den Weg zu zeigen. Aber ob man dann den Weg einschlägt oder ob man einen anderen Weg geht, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir sind halt dazu da, um dir dann zu sagen, wie es zu deinem Kongress geht, also wie du nach draußen gehen kannst. Und Online-Kongresse ist halt eine unwahrscheinlich geile Geschichte, um erstmal zu erfahren, was man denn will, wie man da draußen hin will, wie man nach draußen gehen möchte, mit was man nach draußen gehen möchte, und dann die ganzen Speaker zu fragen und zu sagen, hey, wie siehst du das? Das ist so der erste Ding. Und Speaker zu fragen und sich sein ganzes Wissen anzueignen, Wissen zu vertiefen, wenn man das noch nicht so ganz hat, sondern das Wissen zu vertiefen und dann mit dem Online-Kongress nach draußen zu gehen und dann den ganzen Leuten da draußen zu zeigen, wie dein Weg war auf dem Weg und dich dadurch als Experte zu positionieren, um dann nachher später dein Ding durchzuziehen. Das ist einfach mit Abstand. Also ich kenne nichts, was das Ganze schneller macht. Also so in dem, also so in 7, 8 Monaten bist du da echt draußen und das ist echt krass, das zu sehen. Ja, dazu kann ich sagen, ich bin innerhalb von einem Jahr erwachsen geworden. Das kann ich wirklich bestätigen. Es ist einerseits dieses ganz kleine bisschen, und ihr könnt euch gut vorstellen, Lebensvision, also das definiert sich ja nicht so schnell einfach als Thema. Ich hatte lange das Gefühl, ich habe eigentlich nichts in der Hand. Es gab Themen zum Beispiel wie Essstörungen, Kongress oder Depressionskongress, also wo man ganz klare Themen das hat, und bei mir war das nicht so. Also ich hatte nicht das Interesse für ein ganz, ganz klares Thema. Und dann einfach dieses Definieren, es war zuerst die Frage neues Leben oder eben auch dieses Thema Lebensvision, was ja auch immer dieses nach außen drängen hat, was es für mich nicht ist. Dann die Suche der Experten. Wie gehe ich damit um, wenn Experten absagen zum Beispiel? Also wenn ich Experten suche. Ich möchte euch einfach mal sagen, wie funktioniert so etwas überhaupt? Also, ich habe die Idee, ich möchte jetzt einfach mal mehr wissen, was ist wirklich meins. Man kann es als Seelenplan bezeichnen, man kann es als dieses Etwas bezeichnen. Das ist unbedingt für jeden frei zu wählen. Ob das der Seelenplan ist, oder wie Christine sagt, Gott mit der Seele, die sich abgesetzt hat, ich weiß nicht mehr genau wie. Oder wie jetzt in meinem Fall, ich bin einfach so ein Mensch, die gerne ganz nahe am Erlebbaren bleibt, am Einfachen. Ja, genau, am Einfachen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich und so und überhaupt,
dann habe ich so eine Bürde da oben. Und wenn ich mit dieser Bürde gehe, dann wird es schwierig werden, innerhalb des Kongresses diese Bürde noch zu tragen, weil es nicht ganz genau das ist, was ich einfach bin. Und wenn ihr auf dem Punkt seid, was ihr wirklich selbst seid, erschreckt mich. Es ist grau, es ist nichts Besonderes, es ist nichts Außergewöhnliches, weil es ihr selbst seid. Und das muss man erstmal verdauen. Dass man halt nicht unbedingt, was weiß ich was, sondern, okay, das bin ich. Und in meinem Fall war das das, wo ich am meisten Schmerzen gebunkert habe. Ich habe in meiner Familie immer gehört, du mit deiner Idee, du mit deinen Visionen, hat man nicht gesagt, kannst du nicht mal einfach ganz normal sein? Kannst du nicht einfach mal, du hörst Flöhe husten oder was man so. Ich war einfach immer die, die nicht Ruhe geben konnte. Und als ich dann mein Thema gefunden habe, war ich wieder da. Scheiße, nur das. Und jetzt damit nach außen zu gehen, das ist die erste Hürde. Und ich muss ehrlich sagen, niemand, der bei Verstand ist, macht sowas. Also es gibt nichts anderes, als verlier kurzfristig deinen Verstand. Oder wie viele sagen, wenn das Leiden zu groß ist. Aber das war bei mir zum Glück nicht so. Und da ist der Punkt, dass es wichtig ist, erstens gute Menschen an sich an der Seite zu haben. Bei mir war da noch der Verknappungsprozess, der bei Mindhart so gelaufen ist, dass sie einfach gesagt haben, entweder jetzt oder nie. Also wir hatten die Möglichkeit, innerhalb von 24 Stunden nach dem Bewerbungsgespräch uns zu entscheiden und auch noch gerade 8.000 Euro zu deponieren. Und das hat natürlich geholfen. Also ich konnte mich da nicht innerhalb dieser 24 Stunden entscheiden und habe dann Thomas geschrieben und gesagt, also es täte mir leid, ich würde hier an einem Teich sitzen und einer Kröte zuhören, die wah, wah macht. Und ich würde einfach nur rotzen und gar nichts fühlen. Und dann hat er dann gesagt, dann bleib bei diesem Punkt, also geschrieben, wo du gar nichts fühlst. Und das war super, weil ich da gemerkt habe, dass das Vertrauen in mich, dass ich auf keine Art und Weise gepusht werden muss. Und ich habe mich dann verspätet angemeldet. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, dass es keinen Verknappungsprozess gibt, aber es ist auch die Gefahr des Weiterschlafens, weil es nicht dringend ist. Und wir sind einfach gemütlich, wir haben es gerne gemütlich, wir haben es gerne sicher und merken nicht, wie wir selbst Verursacher und Verursacherinnen sind unserer eigenen Gefängnisse. Bis dahin, wo tatsächlich das Gefängnis jetzt von außen auf uns drückt, wo wir wirklich merken, Hilfe, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Und auch da, ihr seid immer noch bei euch selbst. Und es gibt immer ganz, ganz viele Möglichkeiten, weiterzugehen, wie jetzt auch hier. Das war mein Einstieg. Dann diese ganz vielen, ich war eine, die am meisten Absagen geerntet hat, von Anfang an von den Experten. Und es war immer so, ich habe das so gemacht, ich habe das so gemacht. Und dann habe ich praktisch keine Absagen bekommen. Und ich bin da gekommen und habe gesagt, wow, ich habe ganz viele Absagen bekommen. Und habe dann gemerkt, genau durch diese Absagen bin ich noch genauer zu meinem gekommen. Ich habe gemerkt, oh Hilfe, hätte dieser Experte zugesagt. Es wäre gar nicht wirklich mein Kern gewesen. Und so habe ich immer genauer gefunden, was meins ist, bis zu diesem Punkt, wo ich loslegen konnte. Und ab diesem Punkt dann sind die beiden bei mir dazugekommen. Und zwar hat der Andreas ein Einzelcoaching angeboten, einfach für diejenigen, die jetzt soweit sind. Und ich habe gefunden, nee, ich lasse mich nicht fangen. Das habe ich jetzt schon zigmal durchgemacht. Ja, da kommt wieder jemand und sagt, ich bin dein Mann und ich biete dir alles und du kannst voll auf mich bauen und da ist da niemand. Also ich habe wirklich sehr profitiert von meiner Zeit, aber das war halt einfach ein Problem der Überforderung da. Und dann habe ich gefunden, nee, komm nicht in Frage. Und dann ging das immer näher, wirklich auf diesen Punkt, wo Technik
Experteninterviews frei sein für euch, was das Hauptanliegen war bei mir, dieses frei sein für euch und einfach schenken können und Unvorhersehbares einfach zusammenkam. Da habe ich gedacht, okay, ich mache mal ein Vorgespräch mit Andreas ab. Das hat es da gegeben, einfach ein Vorgespräch. Und dann habe ich dieses Vorgespräch gemacht und das war eigentlich ein ganz netter Typ. Der war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und dann haben wir da besprochen. Und dank dem, dass das so ein netter Typ war und er auch gesagt hat, nee, also er hat ganz klar gesagt, was geht und was nicht geht, habe ich mit ihm losgelegt. Und da habe ich jetzt wirklich dieses 120-prozentige erlebt, als Andreas dann gesagt hat, sorry, ich muss jetzt mal Pause machen und ich gehe jetzt in ein Kriegerseminar und ich war mittendrin, habe ich gesagt, okay, und wer ist dann für mich da? So quasi, ja, hallo, jetzt bin ich wieder alleine. Ja, die Christina ist für dich da. Da habe ich gedacht, okay, die Christina. Die Christina mit ihrem Freisein und Wildsein und so, ja, super. Und dann die Technik. Mhm. Und dann habe ich dann die Christina gefragt. Es war wirklich ein dringendes Problem. Und die Christina hat gemacht, tak, 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 und das Problem war gelöst. Da habe ich gesagt, Moment mal, aber das hast du jetzt schneller gelöst als der Andreas. Und er hat gesagt, ja, weißt du, früher habe ich mal mit so Computern so gearbeitet und mein Thema war Probleme finden. Und heute mache ich das mit Menschen. Also ich kann einfach sagen, super Rundumbedienung. So, jetzt habe ich sehr viel geschwatzt. Jetzt lese ich wieder mal ein bisschen im Chat und gebe weiter. Das war echt so schön. Das war so schön, weil mich das wirklich daran erinnert hat, dass ich eigentlich immer noch genau das mache. Das war ja auch das Thema von vorhin, dass ich immer noch genau das mache, was ich schon immer mache. Diese Bugs finden. Also das heißt man in der Programmierungssprache, wenn irgendwas in einem Programm nicht funktioniert, ja, wenn du eine Software hast und es funktioniert nicht, dann nennt man das einen Bug, also einen Käfer. Der hat sich dann da eingeschlichen und dann funktioniert irgendwas nicht. Und wenn du Webdesign machst oder Grafikdesign oder wenn du irgendwas in den ich habe ja schon echt viel gemacht und auch viel programmiert und es hat mich manchmal wahnsinnig gemacht. Das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Und dann bin ich aber, ich habe wirklich die Gabe, ziemlich schnell an den Kern des Problems zu kommen und den ziemlich schnell zu finden und den dann aufzulösen. Und ich habe aber irgendwann gesagt, ich will nicht mehr mit der Technik arbeiten, sondern mit Menschen. Und da, erst in dem Ding mit der Ronja ist mir gekommen, tatsächlich ist eigentlich immer noch das Gleiche. Ja, jetzt mache ich es halt mit Menschen, früher habe ich es mit Software gemacht. Und das war echt war für mich auch eine total schöne Erfahrung. Ja. Ich mache mein Mikro. Jetzt. Also ich muss euch mal sagen, ich mache solche Webinare echt gern. Also so ein Webinar habe ich noch nicht erlebt, wo ich Danke. Krass. Cool. Ja. Also es ist unwahrscheinlich wichtig, so. Ich kann gar nicht. Ich mag unbedingt was sagen. Es ist mir jetzt gerade gekommen, weil du gesagt hast, so ein Webinar wird noch nicht erlebt. Wir haben ja früher strikt nach Businessplan gearbeitet. Ja, wir haben ja auch eben mit Mindhat, also wir haben ja für Mindhat gearbeitet. Und es ist ja jetzt nicht, dass Mindhat dieses Rad erfunden hat mit den 24 Stunden, sondern das kommt ja auch aus Empfehlungen fürs Online-Business, dass man eben 24 Stunden Zeit gibt und dass man diese ganzen Buttons und so weiter, ja, und das haben wir alles noch so gelernt. Und dann waren wir in Thailand und ich habe mir in Thailand ein Buch gekauft und das hieß Business Punks. Und darin, das habe ich mir ganz groß aufgeschrieben und ganz groß an die Wand gehängt und da stand Forget about sales plan, fuck off all business plans and do what you really feel. Und genau darum geht's, ja. Es geht wirklich darum, schmeiß diese scheiß Businesspläne über den Haufen. Wir brauchen die nicht. Wenn wir ein geiles Produkt haben, wenn wir ein richtig geiles Produkt haben, wenn ich das geile Produkt bin, ja, wenn ich voll Bock drauf habe, das zu machen und wenn ich eben so übervoll bin und das einfach weitergeben will, dann brauche ich diese ganzen Businessplans nicht, sondern dann brauche ich einfach, wir brauchen den Menschen in seiner Kraft. Und das ist zu 100% das, wo wir mit Livemore ja auf die Erde gebracht haben, wo wir dahinter stehen, den Menschen zu zeigen, wie er ist und den Menschen auch in seine Kraft zu helfen und in seine, wir nennen es Einzigartigkeit, zu helfen einfach, weil es um dich geht, ja. Es geht ja nicht, klar geht es in erster Linie ums Business, aber warum geht es denn ums Business? Es geht darum, dass du endlich du selbst sein möchtest und noch Geld damit verdienen.
darum geht's. Und es ist eine total geniale Erfindung des Lebens, meiner Meinung nach. Ja, ich darf ich selbst sein und damit verdiene ich Geld und das machen. Es gibt ja schon viele Coaches, die es einfach schon offline machen und jetzt geht es halt noch online. Und es geht wirklich darum, diesen ganzen Schrott über den Haufen zu werfen und deines darin zu finden und zu sagen, und so möchte ich mit den Menschen kommunizieren. Es kann sein, dass du mit der Verknappung arbeiten willst, ja, weil du sagst, okay, das ist für mich stimmig, das passt für mich. Oder dass du sagen willst, und jetzt drück hier auf diesen Button und zwar jetzt und das ist das beste Angebot, das du je kriegen wirst. Es kann aber auch sein, dass du das einfach viel achtsamer, viel deutscher machen möchtest und sagen willst, okay, ja, oder viel europäischer, weil das ist jetzt, kommt ja alles aus dem amerikanischen Marketing. Und die Europäer sind einfach ganz anders, wo du sagst, ich möchte es aber ganz anders machen und ich möchte es viel weicher und liebevoller machen und mein Newsletter soll so aussehen und es geht eben genau darum, ja, Elisabeths oder Ronjas Newsletter sieht ganz anders aus wie meiner und darum geht es ja auch, ja, dass jeder Newsletter ist einzigartig, jeder Mensch ist einzigartig, dass du das aus dem Herzen rausschreibst und weil du einfach Bock drauf hast. Ja, sehr gerne, Jeanette, du darfst auch dein Mikro einfach anmachen und mich fragen. Ja, ich habe es angemacht. Hallihallo. Ich habe keinen Ton. Moment mal. Kein Ton? Hallo? Hallo, hallo? Jetzt höre ich euch nicht mehr. Ja, ich höre dich. Ja. Mit der Rückkopplung ist das Problem, dass wir nebeneinander sitzen, deswegen. Okay. Ich wollte mal fragen, wie ihr das seht, so mit Scheinen machen, wenn man jetzt als Coach arbeiten möchte, ob ihr denkt, dass das noch wichtig ist, dass man jetzt irgendwie so eine Coach-Ausbildung hat. Okay, es besteht nee. Nur das, was ich auch denke, ich glaube es auch nicht. Aber wir sind Freilerner-Eltern. Ja, okay. Also das kommt, man kann es machen, wenn man sich da sicherer fühlt. Ja. Aber, das ist ja in Amerika auch schon länger so. Also man kann ja immer so ein bisschen so über den Teig drüber schauen, die sind dann auch. Da ist es wirklich so, dass die Fähigkeiten zählen und nicht die Scheine, die du hast. Also, das ist auch das, was tatsächlich die Einzigartigkeit ausmacht. Also es gibt drei Bereiche, in denen wir uns bewegen. Das ist einmal Gesundheit, einmal Reichtum und einmal Beziehungen. In diesen drei Bereichen bewegen sich die Coaches. Und da gibt es dann wieder Unterbereiche. Also zum Beispiel im Bereich Ernährung oder, hatte ich Ernährung gesagt? Körperarbeit? Gesundheit hast du gesagt. Gesundheit, danke, genau. Im Bereich Gesundheit eben dann der Unterpunkt Abnehmen durch intuitive Ernährung zum Beispiel. Und das ist dann schon sehr detailliert, ja. Dann fischst du eben nicht da, wo alle fischen, sondern du suchst dir wirklich die Leute raus, die da Lust haben, die schon hunderttausende Abnehmprogramme ausprobiert haben und jetzt feststellen, okay, intuitive Ernährung ist das, was ich brauche. Ja, das kann mir wirklich helfen. Mhm. Und das ist halt das, was du als Einzigartiges, was du, deswegen ist auch dein Problem eben, du hast ein Problem, das du über Jahre gelöst hast und von diesem Schmerz dich befreit hast und bietest jetzt die Lösung an. Mhm. Und das gibst du weiter. Und dadurch wächst du auch noch mal mehr. Es gibt diesen einen Punkt, ja, wir kommen wirklich als Experten, wir werden immer mehr zum Experten, das ist ja Freilernen, das ist das, was die Kinder eigentlich machen wollen. Wir werden immer mehr zu einem Experten, immer mehr zu einem Experten, immer tiefer in ein Thema rein. Dann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, okay, jetzt weiß ich ziemlich viel, jetzt weiß ich eigentlich echt gut viel. Jetzt gibt es eigentlich nichts mehr, wo ich noch Leute Bücher lesen möchte oder mich noch mit Leuten beschäftigen oder meditieren, also je nachdem, in welchem Bereich du unterwegs bist. Und dann lernst du weiter, indem du dein Wissen weitergibst an Menschen. Weil es reicht wirklich tatsächlich für Ebene praktisch so ein bisschen. Genau, wenn du mit Menschen arbeitest und dann im Austausch Feedback und so kriegst. Genau. Du kommst selber auch, du wächst da draus einfach. Weil du dann wieder mit Problemen konfrontiert wirst, die du ja noch nicht hattest. So ein ganz natürlicher Prozess eigentlich. Genau, es ist vollkommen. Und da ist der Kongress total geil, weil du halt irgendwie 30 Speaker deine Fragen stellst, weißt du, 30 Experten, die, oder noch mehr, 30 Experten, die Fachwissen haben, volle Kanne, und die in dem Metier schon voll mit drin sind, und denen stellst du deine Fragen, die du wissen willst, und das ist das, was ein Kongress einfach ausmacht. Ja. Ja, und es gibt ja da auch keine Konkurrenz dann mehr, weil es halt einfach Magic sein kann, ja. Ja, also es ist schon sehr mehr, es ist wirklich, und was beim Kongress noch, was für mich den Kongress als geilstes Tool überhaupt ausmacht, ist einfach dieses Feld, das du kreierst. Ja, es ist ein Riesenheilungsfeld, das ist das, was keiner sieht, aber man kann es fühlen. Ja, die fühlen es. Du kreierst einfach ein gigantisches Heilungsfeld für dich und für andere, die damit in dieser Blase dann mit drin sind. Und das ist einfach unbeschreiblich. Ja. Aber wie ist das denn mit der Erreichung? Also man muss das ja schon gut vermarkten, so ein Kongress. Einfach Werbung schalten?
bei Facebook und keine Ahnung. Ein Kongress trägt sich von der Liste der Speaker. Das ist so der erste Kongress. Die Speaker machen ja auch Werbung, ne? Genau, das ist das, was die... Das habe ich vor kurzem auch gedacht. Genau, das ist das, was dein erster Kongress ausmacht. Das ist die Reichweite der Speaker. Und dadurch ist es eine Win-Win-Situation, weil du die Plattform und den Raum zur Verfügung stellst und die Speaker dürfen sich präsentieren, du darfst dich präsentieren und jeder Speaker profitiert vom anderen, von der Reichweite des anderen Speakers und du profitierst von der Reichweite deiner Speaker, weil du ja noch keine Reichweite hast. Du bist ja eigentlich noch nicht sichtbar in deinem Metier. Und in deinem Ding. Eine Win-Win-Situation sozusagen. Ist, ja, für alle, ja. Also auch für die Teilnehmer. Es ist wirklich... Ja. Und wenn die Speaker, also gibt mittlerweile schon oft die Fragen, hey, wer begleitet dich wenn du jetzt einen Kongress machst, wer begleitet dich als Kongressbegleiter? Und wenn die Speaker merken, na, da steckt jemand dahinter, der das schon öfters gemacht hat, und wir haben ja schon über 100 Kongresse begleitet, dann sind die ziemlich schnell dabei und sagen, jawohl, das... Man merkt es auch ziemlich schnell an der Aufmachung, an der Grafik, an dem, wie die Maschinerie dahinter ist, wie die E-Mails geschrieben werden und das Ganze. Das kennen die ziemlich schnell, dass das ein Kongress ist, wo jemand dahinter steckt, der Ahnung hat, oder ob das jetzt einer ist, der sagt, oh, ich will jetzt einen Kongress machen, ich habe da zwei Kongresse gesehen und jetzt mache ich einfach einen. Dann kannst du ja sicher auch Flyer und so machen, oder? Weil ich hatte mir überlegt, ich wollte vielleicht so Umfragen machen auf der Straße. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt so einen Kongress mache, dann wäre es ja cool, wenn ich irgendwie Flyer hätte und den Leuten das dann geben kann. Weil ich schon gemerkt habe, dass die Leute total gut reagieren darauf und so sagen, ja, warum machst du das denn? Und es ist ja voll toll und irgendwie so ein bisschen wie im Kontakt kommen wollen mit mir. Ja. Also es ist natürlich immer die Hürde da zwischen, ich habe was Materielles in der Hand und ich muss es irgendwo eingeben. Das geben mit QR-Code mittlerweile ziemlich gut. Aber wir haben das beim Schools of Trust Kongress zum Beispiel gemacht. Boah, das war richtig gut, ja. Also das war ein Kongress, da ging es drum, also kurz auszuholen, da ging es drum. Ach so, ja, erzähl für die anderen, ja. Da ging es drum um Alternativen zum deutschen Schulsystem, zu dem normalen staatlichen Schulsystem vorzustellen und zu sagen, hey, passt auf, es gibt viel, viel, viel Möglichkeiten da draußen. Man muss die Kinder nicht unbedingt in diese staatliche Schule stecken, sondern es gibt jeder, der sagt, ich muss das da. Also es gibt ganz viele. Und da waren ganz viele freie Schulen dabei und da war eine Werbestrang war eben den freien Schulen Plakate zu schicken in PDF-Form. Die haben die dann ausgedruckt und bei sich an die Wand geklebt. Okay. Das war echt voll schön und man hat auch gemerkt, dass da viel gegangen ist. Vor allem in den Kindergärten auch. Genau, ne? Also es war wirklich ein Riesennetzwerk. Ich fände es halt schon, glaube ich, auch cool, irgendwie Plakate oder Flyer oder Visitenkarten, also nicht alles nur visuell, digital zu haben, was du gerade meintest, dann muss man immer sowas, einen Link eingeben, ist na klar auch von Nachteil, weil manche verschreiben sich dann oder so, aber es geht ja nicht anders auf der Straße oder so. Also, ja, cool. Oder man sagt halt, hey, adde mich auf Facebook, ich schicke dir dann irgendwie einen Link, kann man na klar auch machen, aber ja. Also wenn du viel draußen bist und wenn du viel unterwegs bist und viel mit Menschen sprichst, ist so eine Offline-Werbung mit Sicherheit eine gute Idee. Also es ist immer so ein Austesten, ja. Wir haben angefangen 2006 mit einem Online-Shop und haben damals noch Flyer verteilt, weil da war es wirklich noch schwer, Leute zu finden. Mhm. Und hatten damals schon die Idee der Vernetzung. Es ist einfach wirklich einfacher, die Leute auf Facebook anzusprechen als mit Flyern. Aber es ist schön, wenn du kleine Flyer hast, wenn du sagst, mir spricht jemand an. Aber es ist halt der Aufwand, das lokal zu starten. Wenn du jetzt gerade in der großen Stadt in Berlin wohnst und sagst, da gibt es jetzt wirklich geile Bioläden. Naja, dann ist es super, weil dann legst du es in Bioläden und so weiter aus. Ja, die Alternative. Ja, genau. Ihr kennt euch schon. Ja. Und dann, genau, dann voll, weißt du, wenn du sagst, das ist jetzt gerade. Dann macht es Sinn. Ansonsten, wenn du jetzt eben, genau, hier in Meckesheim, dann macht es einfach keinen Sinn, jetzt was auszuleben. Ja, da ist es einfach der Aufwand zu groß. Ja. Ja. Ich hätte sogar echt Bock, so irgendwie auf so einer Häuserwand, so ein Ding oder so. Ich meine, geht sowas halt auch. Kostet halt wahrscheinlich Unmengen. Das kostet viel. Das ist halt der Vorteil am Online, ist wirklich, es kostet fast nichts und du erreichst die Leute, so viel mehr Leute mit so viel weniger Aufwand. Das kann man einfach gar nicht beschreiben, ja. Also es ist wirklich... Ich würde halt beides machen. Ich wollte halt so viele Leute wie möglich erreichen.
Genau, also, weißt du, das macht, also wenn du das machen willst, dann mach das, weil das macht auch unwahrscheinlich viel mit dir, wenn du dich an der Hauswand siehst oder an sonst irgendwas. Das ist mit Geld gar nicht genau. So, das, weißt du, drum wir, also wir können auch zahlen und können auch dokumentieren, genau wo welcher herkommt und so, aber oft, also wir machen das im Hintergrund dann zwar trotzdem, aber oft macht es gar keinen Sinn, das nach draußen zu tragen und auch dem Veranstalter das dann zu erzählen, weil ich weiß jetzt nicht, wie du das meinst, wie wer woher kommt. Also ja, du kannst ja tracken. Also du kannst einfach sagen, hey, pass mal auf, der 300 kommen jetzt von dem QR-Code oder so und 400 haben sich jetzt daher eintragen oder so. Okay. Aber weißt du, diese 300, die sich vielleicht dann über diesen Flyer eintragen haben, die bringen dir so viel mehr an Selbstvertrauen, an Standing, um da draußen zu sein, um deinen Kongress da auf die Erde zu bringen, dann wird das nur kontraproduktiv sein zum Beispiel. Okay. Gut. Ja. Ulrike schreibt gerade noch, Impulsen zu folgen, erhöhte Frequenz immer. Ich finde, das trifft es echt schön, Ulrike. Wir haben vorhin noch eine Frage zu Speakern, wie es denn... Die Ronja, glaube ich, möchte noch was zu den Speaker-Geschichten sagen, oder? Willst du? Immer. Also mit den Speakern ist so, ich habe erst mit Leuten begonnen, die ich kenne, bei denen ich auch war. Und die habe ich erstmal angefragt, würdet ihr mitmachen? Und die haben dann auch zugesagt. Also die eine hat zwar nur zugesagt, weil sie gesagt hat, okay, mach das für dich. Und dann kann man zum Beispiel, wenn da schon Speaker dabei sind, die auch sonst bekannt sind, kann man die googeln. Und dann werden bei diesen Speakern immer auch Vorschläge gemacht, was einem noch interessieren könnte. Also zum Beispiel bei Amazon kann man sie googeln und ihr könnt dann vielleicht auch noch sagen, wo. Und da gibt es neue Vorschläge und denen kann man auch wieder nachgehen. Dann kann man zum Beispiel auch, wenn man in Facebook ist, kann man sagen, hey, ich mache was über das Thema, jetzt zum Beispiel Kochen. Ich liebe Kochen und ich möchte einfach mehr über das Thema Kochen erfahren und ich mache einen Kongress darüber. Wisst ihr Speaker, wisst ihr jemanden, den ich anfragen könnte? Also da gibt es ganz, ganz viele Kanäle. Was auch ganz, ganz wichtig ist, ist das, vergesst nicht, der Kongress, der, jetzt komme ich damit, ist ein eigenes Wesen. Das heißt, der Kongress wird groß wie ein Kind. Das heißt, der wird mit der Zeit selbstständig. Der hat eine eigene Energie. Und der wird, also meiner war ziemlich, der hat mich gefordert. Also es haben sich plötzlich ganz viele angemeldet. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, mit vielen Anmeldungen. Der hat plötzlich einfach wirklich von mir gefordert, so, und das übernehme ich. Jetzt ist nicht mehr die Frage, ach, was möchtest du noch für ein süßes Bild da oben links oder wie möchtest du hier die Kuschelecke hier haben? Weg mit den Kuschelecken, ich möchte jetzt einfach raus hier. Und ich hatte eigentlich die Idee, dass ich September rausgehe und der Kongress hat ganz klar gefunden und ich komme Juni. Sonst hätte ich ihn übertragen müssen. Und darum, also rechnet auch damit, dass der Kongress ein eigenes Wesen ist, der sich auch dann mitteilt und letztendlich könnt ihr da nur noch eine gute Mama und ein guter Papa sein, mit zwei ganz guten Cracks an eurer Seite. Elisabeth, kurze Frage. Hört man mich? Ja, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich auch. Ja. Wie viele Teilnehmer hattest du denn bei deinem Kongress? Spitzenzeiten zur Anmeldung hatte ich 4.000 und so dann wirklich dabei 3.200. Okay. Man muss auch echt klar dazu sagen, dass die Zahlen, wie viele Anmeldungen du hast, das wird vollkommen überbewertet. Meiner Meinung nach geht es gar nicht um die Zahlen, wie viele Anmeldungen du hast, sondern es geht wirklich darum, wie viele sind aktiv dabei. Ja? Wie sehr kannst du die Leute begeistern und aktiv mit dabei sein? Ich habe schon Kongresse gesehen, da waren 10.000 Leute online und nicht wirklich aktiv dabei. Also ich habe auch Kongresse gesehen, wo 10.000 Leute wirklich dabei waren. Aber ich habe auch Kongresse gesehen, wo 10.000 Leute einfach angemeldet waren und dann konnten die Veranstalter die Energie gar nicht halten. Also es geht auch darum, wie viel Energie kann ich halten, welches Feld kann ich halten. Okay. Und dann geht es wirklich darum, die du hast, einfach mitzureißen und zu begeistern. Ja, und wirklich mit den E-Mails und du hast halt die größte Kommunikation ist E-Mails und Facebook-Gruppen live.
Und da einfach das Feld zu halten. Sieht man denn, wer denn alles zugeguckt hat? Also man sieht ja, wer sich angemeldet hat und wie viele dann auch wirklich sich die Videos angucken, sieht man, kann man auch tracken alles. Ja, das ist ja, klar, man kann sogar sehen, wer die Videos anschaut. Wow, okay. Ja. Theoretisch kannst du das alles angucken. Ja. Okay. Genau. Ich wollte noch was zu den Speakern sagen, zu den Speaker, wie man denn am besten Speaker findet oder welche Speaker man, also wie man denn am besten Speaker findet. Das hat ganz viel mit Eigenrecherche zu tun im ersten Moment. Also wir sind da und helfen damit. Und wir gucken auch, dass es ein ausgewogenes Verhältnis ist von Speakern, die neu sind, von Speakern, die Online-Kongresse kennen, also von großer Liste, von kleiner Liste. Das ist freaky, weil ich mich immer zweimal sehe. Beim Spiegel. Das ist, also wir sind da und helfen euch da, diese Speaker zu finden. Also in erster Linie geht es darum, rauszufinden, was will ich unbedingt wissen und wer zieht mich an. Also da gar nicht so im ersten Moment nach draußen gehen und wen will mein Teilnehmer sehen oder wen wollen die sehen, sondern wen würde ich jetzt gern persönlich interviewen oder so. Und darum geht es im ersten Schritt zu gucken, wen möchte ich unbedingt persönlich mal sprechen und stapelt da auf gar keinen Fall zu tief. Nie im Leben, nie zu tief stapeln. Die Absagen können sie alle, wenn das ist. Aber wir gucken, dass du auch in das Standing kommst, dass auch irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, wer ist denn jemand? Genau, also dass auch wirklich große Leute zusagen, die wirklich in der Öffentlichkeit stehen oder so. Keine Ahnung. Naja, die halt die große Liste mitbringen. Genau. Naja, doch, es gibt Ferdinau, es gibt Robert. Na gut, darüber geht es eher oft unwahrscheinlich, aber... Genau, also das ist wichtig. Und ich wollte auch noch dazu sagen, dass wir eigentlich zu dritt sind. Also wir haben noch einen super geilen Videoschneider dabei. Das wollte ich nur nochmal so erzählen, der unsere Videos schneidet, der dann auch eure Interviews schneiden würde und so. Den darf man nie vergessen, der ist bloß immer so ein bisschen im Hintergrund. Ist der Markus? Genau. Ja. Und warum Robert Beetz nicht? Sagt er mal ab, oder? Ja, der sagt oft ab. Oh. Ja. Okay. Also, wieso? Gibt es da eine Begründung? Wisst ihr das? Naja, er hat halt einfach unglaublich viel zu tun. Ach so, okay. Er braucht es wahrscheinlich auch nicht mehr. Genau. Ja. Das Große ist halt, es gibt einfach auch große Speaker, die dann einfach zwar zusagen, aber die werben nicht, ja, das muss man sich auch manchmal klar machen, aber die sind dann halt schon toll, wenn man sie dabei hat, wie zum Beispiel Gerald Hüther, der wirbt halt dann oft einfach nicht, aber ist, also jetzt im Bereich Kinderdings oder sowas, ist halt einfach ein Name der Menschen, die gerne das Interview mit ihm ansehen, und er macht auch immer gerne Interviews, er gibt einfach gerne Interviews. Und macht ihr denn eigentlich auch dann so noch eine Web? Würdet ihr dann für einen auch noch eine Webseite machen? Oder ist das wahrscheinlich ein Paket mit drin, aber... Ja, also mir schlagen immer vor, bei Speakern, die bekannt sind, oder so Solo-Landing-Pages zu machen, ja. Was? Was für? Also eigene Landing, also eigene Seiten für die Speaker. Okay. Also eigene Einladungen. Ich meine jetzt für mein Business im Speziellen, jetzt nicht nur für den Kongress. Nochmal. Weißt du, dass es so irgendwie einheitlich ist. Jetzt, ich meine jetzt einfach nur für mein Business, dass ich nach dem Kongress mein Business übergehen kann in mein Business und dass meine Seite für mein Business so ähnlich aussieht wie die vom Kongress oder irgendwie so. Sowieso, ja. Also muss man machen, ne? Wenn ihr die Seite auch machen würdet, war jetzt meine Frage. Wahrscheinlich ist es nicht im Paket, im Kongresspaket mit drin, aber... Genau, das ist nicht im Kongresspaket mit drin, aber da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, über das. Also, ja. Wie möchtest du nachher aufgestellt sein? In welche Richtung möchtest du weitergehen oder so? Und dann sollte man das Copyright sein, also das Erscheinungsbild von dir, von deinem Kongress auch durchziehen, bis in deinem Blog, genau. Bis in dein Ding, ja klar. Okay. Und es ist auch unwahrscheinlich wichtig, die Seiten zu verknüpfen, weil du dann, also Quatsch jetzt schon wieder zu viel. Aber weil du dann den Traffic, den du durch deinen Kongress generierst, auch auf deine Seite rüberziehst. Ja, das vertrage ich ja. Weil das ist ja dann blöd, wenn ich dann keine Seite habe, weißt du? Ja, genau. Und das ist, ja, du kannst die auch kurz nachher machen. Also das ist wurscht. Es geht einfach nur darum, dass die auf der gleichen Domain läuft oder auf der Subdomain. Also dass der, weißt du, weil Google sagt, wow, da war jetzt echt viel los auf dieser Seite. Also
die ist wichtig, die Seite, und ich möchte die jetzt, dann, oh, da kommt jetzt eine neue Seite, das ist dann der Blog, oh, die muss ich jetzt gleich zeigen, allen Leuten in Google. Mhm. Und das ja. Also den Schwung musst du einfach mitnehmen. Ja, okay. Ich würde noch ganz gerne Kerstin fragen, das war noch eine Frage, die ich ganz toll finde, das mit dem zu wenig Zeit, magst du dazu was sagen, Kerstin? Das ist ein bisschen schwierig. Ach so, nee, seht ihr mich jetzt gerade? Ja. Und hört ihr mich? Ja. Ja, prima, weil ich bin hier mit dem Handy und mit all dem Ganzen immer wieder so zugange. Bei mir ist es so, dass ich gerade ich sehe so ganz viele Sachen, wo ich Lust habe, was zu lernen, und habe mich auch mit vielen Dingen jetzt schon so beschäftigt. Und ich glaube, mein Herzensthema ist auch so, hört sich jetzt, ja, Potenzialfindung und Menschen darin so zu unterstützen. Und ich habe mich auch schon bei unterschiedlichsten Dingen so angemeldet und merke gerade so, das, was mich beschäftigt, ist, dass ich einfach auch Lust habe, für mich dieses lebenslange Lernen einfach gerade ganz deutlich aktiv in mein Leben zu holen. Und jetzt fange ich irgendwie nach den Sommerferien nochmal eine Schule an abends und denke so, ach, da habe ich Lust zu. Und ich merke, das war auch vorhin meine Frage mit der Komfortzone, dass ich so raus will mit dem, was mich alles so bewegt. Und dann denke ich so, Scheibenkleister, da ist gerade so viel, was raus möchte. Und ich habe 25.000 Puzzle, die auch wirklich, glaube ich, langsam gut zusammenpassen. Und wie kriege ich das unter einen Hut? Und daraus resultiert meine Frage. Ich glaube, da bist du bei Christina und Andreas genau an der richtigen Adresse. Ich gebe mal euch weiter. Danke, danke, Kerstin. Ja, danke. Ja, also es ist tatsächlich so, ich glaube, den Punkt kennt fast jeder. Ja? Und das ist so ein Deschooling-Ding auch. Ja? Wenn man in diesen Deschooling-Prozess geht, das Verrückte ist, dass man dann eigentlich erstmal noch lernen will. Lernen, weil das ist natürlich das, was auch den Verstand nährt und beschäftigt. Das hat er gelernt zu lernen, 13 Jahre. Also, weißt du, es ist auf der einen Seite natürlich das Erforschen, ja, aber es gibt auch diesen Part, der einfach meint, er muss jetzt noch mehr lernen, noch mehr wissen. Und das große Problem ist in Deutschland, wir wissen zu viel. Die Deutschen wissen einfach viel zu viel. Ja, also das ist einfach, dann bist du wieder an diesem Punkt, wo ich übervoll bin. Und ich bin der Meinung, und das ist das, wofür ich auch immer gehe, ist, geh einfach deine Schritte, geh nach draußen mit dem, was du bist, begleite Menschen, dann fällt so viel anderes weg, weil es oft eine Ablenkung ist von diesem nicht zeigen wollen. Ja, also ich kann doch jetzt nicht rausgehen. Ich habe das so oft erlebt, und ich habe auch so oft erlebt, dass Menschen dann eben Offline-Kurse anbieten und Begleitungen von Müttern für 6 € die Stunde oder Tageberatung für 40 € die Stunde. Das ist schön, aber ganz ehrlich, macht ein gescheites Coaching-Business und macht es ehrenamtlich. Weil dann habt ihr die Zeit dafür, dann könnt ihr da hingehen und könnt die Menschen dabei unterstützen, und du kannst auch trotzdem in deinen VHS-Kurs abends gehen und irgendwie Englisch lernen. Aber bau dir wirklich so deins auf, wenn du das Gefühl hast, ich möchte jetzt gerade mit dem nach draußen gehen, weil du lernst so viel dabei. Das ist ja der Witz, ist ja, du lernst ja eigentlich, lernen Kinder ja nicht, indem sie sich irgendwo reinsetzen und es erzählt ihnen niemand. Und ich kann mich erinnern, wir hatten auch mal die Idee davon, wenn wir jetzt auswandern, müssen wir Englisch lernen, und dann haben wir uns bei der VS einen Englischkurs gebucht und wir saßen da drin und ich gesagt, nee, wirklich nicht. Also wir sind dreimal hingegangen und gesagt, nein, ich setze mich nirgends mehr in die Schule rein und höre mir an, wie eine Stunde lang mir irgendjemand erzählt, wie Englisch funktioniert und would be und could be und can be und will be. Nein, und dann habe ich mich, ich meine, jetzt sitze ich da und schaue Netflix, Gilmore Girls, meine Lieblingsserie auf Englisch komplett durch, weil und mit Untertiteln und lerne 100.000 Mal mehr als in jedem Englischkurs. Und in dem Moment, Kinder lernen einfach nicht, indem sie sich irgendwo hinsetzen und anderen Leuten zuhören. Das ist der Witz, weil die Erwachsenen, das ist ja auch das, ich hatte es neulich gepostet, es gibt ja auch Gurus, die meinen, also das nährt dann den Lehrer im Endeffekt. Das ist schön, ja, es ist einfach so, die Gesellschaft ist so aufgebaut, aber die Kinder brauchen es nicht. Die tun es dem Erwachsenen zuliebe. Die Kinder lernen eigentlich durch Forschen. Und das ist das, was wir eigentlich auch machen. Wir lernen durch Forschen, in dem Feld. Du weißt gar nicht, wie oft ich in meinem Online...
wie oft ich im Online-Business Dinge ausprobiert habe, wo ich mir dachte, was war denn das jetzt für ein Mist? Aber ich habe es ausprobiert, ja. Ich habe es einfach gemacht. Und Georg hat mal so schön gesagt, schmeiß einfach eine Handvoll Spaghetti an die Wand und schau, was kleben bleibt. Also es ist einfach, geh einfach los und mach. Und wenn es ein Mist war, mein Gott, dann war es halt ein Mist. Ja. Es ist nur Zeit, es ist nur Geld, es ist nichts Existenzielles. Wir haben schon, was wir schon alles ausprobiert haben, wo wir oft dann nachher gesagt haben, okay, Mist, ja, nächstes. Aber wir haben es erfahren für uns. Und desto mehr du dich natürlich von Leuten begleiten lässt, die schon erforscht haben und dann dich wieder mitnehmen, das ist das Schöne. Das ist dann wieder das andere. Wir erzählen ja keinem was, sondern wir beantworten Fragen und wir geben dir einen Faden mit und sagen, okay, ja, so funktioniert ein Kongress rein technisch. Rein strukturell und technisch ist das, was du machen musst und den Rest erforscht du für dich selbst. Naja, aber du bist auch dazu da, du bist auch dazu da, um eben den Fokus zu finden, was denn jetzt da daraus herausführt. Das ist ja der erste Schritt, der dann da ist, weißt du? Weil es kommen viele zu uns, die sagen, oh, ich weiß, eigentlich möchte ich das. Und dann ist der erste Schritt erstmal zu sagen, okay, was will ich jetzt wirklich raus? Was möchte jetzt wirklich von dir brennend beantwortet werden und womit möchtest du nach draußen gehen? Und oft ist es wirklich so, dass dann alles andere wegfällt. Ja, diese ganze Idee davon, ich mache noch einen Kurs oder ich lerne noch was, ich mache noch eine Coaching-Ausbildung und so weiter, das fällt dann einfach weg, weil du merkst, okay, es war nur Ablenkung, ich brauche es nicht. Das ist ja auch nur Blockaden so. Oder ja genau, das ist doch eigentlich der Weg zum Potenzial, indem man, es ist mir vor kurzem so aufgefallen, man denkt immer, man muss so viel tun. Dabei ist es gar nicht so. Man muss eigentlich nur die Blockaden aufräumen, wegräumen. Und dann kommt immer mehr das wahre Ich und irgendwann bist du es einfach. Genau. Ja. Das ist auch das, was Ronja ja ganz am Anfang gesagt hat, dann gucken wir einfach, was ist da jetzt gerade im Feld. Und es ist wirklich, das passieren Dinge, das könnt ihr euch nicht vorstellen, da fällt das Internet aus. Ja? Mir ist mal tagelang das Internet, oder unsere Firma, Livemore, haben sie mal in Thailand, wurde Livemore komplett die ganzen Seiten geändert, wie sagt man? Gehackt und haben uns alles kaputt gemacht. Ja? Und dann war wirklich im ersten Moment war so ein Schock. Und dann haben wir erstmal das technisch versucht zu lösen und dann hatten wir drei Techniker mit dabei und wir waren wirklich in Deutschland, Österreich, überall dran geguckt und haben die Seiten immer zum Laufen gebracht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja und jetzt stopp. Jetzt setzen wir uns hin und fragen mal Livemore, was es uns eigentlich sagen will. Und dann haben wir Livemore gefragt, was es will und seitdem gehen wir auch wirklich dafür. Und weil Livemore eben auch einfach ein eigenes Wesen ist. Und es war wirklich so, wir haben das aufgeschrieben und 2 Minuten später ging die Seite wieder. Da hat der Martin Neitz angerufen und gesagt, Leute, ich habe den Fehler gefunden. Und das ist einfach dieses Wunder, ja. Und dann fällt das Internet aus und du denkst dir, oh, ich muss doch jetzt tun, ja, ich muss doch jetzt noch machen, ja. Und dabei ist das Internet ausgefallen, damit du immer aufhörst zu tun, weil du einfach gerade viel zu viel machst. Und eigentlich ist die Innenkehr jetzt dran. Also das sind wirklich so magische Dinge, die dann passieren. Und wenn du die erkennen kannst, dann ist das schon der nächste Schritt. Ja. Was bin ich für ein Serienjunkie? Ich wollte noch dazu sagen, wenn ihr bei uns einen Online-Kongress bucht, also die Begleitung von einem Online-Kongress, dann kommt da auch irgendwie fast nicht mehr aus. wir kennen die ganzen Schlupflöcher, die da so sind, um sich wieder in seine Komfortzone zurückzuziehen. auf gar keinen Fall übergriffig, versteht das nicht falsch oder so. Ich kann sagen, was heißt das denn? Naja, aber genau, man merkt ziemlich schnell, wo es jetzt gerade hängt und sagen wir, hey, vielleicht schauen wir mal zur Stunde einfach mal dahin, wo es denn jetzt gerade hängt. Man muss auch sagen, es ist wirklich so, dass wir oft ja dann Projektionsfläche werden, ja. Also es passiert dann schon, dass die Leute sagen, und ihr und das und Ding und dann ist es auch irgendwann, manchmal ist es dran zu sagen, okay, stopp, lass uns doch mal hingucken, was wirklich da ist. Ja. Und es ist wirklich, die Begleitung, die wir machen, es ist 1:1 das, wie wir unsere Kinder begleiten. Weil das einfach nichts anderes ist. Ja, wir begleiten Menschen zum Online-Business, wir begleiten unsere Kinder zu ihrer Potenzialentfaltung und wir begleiten die Menschen im Online-Business in der Potenzialentfaltung. Das ist nichts anderes. Wir gucken, was da ist. Wir greifen bei unseren Kindern so wenig wie möglich ein. Manchmal ist es einfach nötig zu sagen, okay, lass uns mal gucken, was jetzt da ist. Aber im Grunde halten wir einfach erstmal nur den Raum. Und gut, bei der Online-Kongressbegleitung ist natürlich nochmal was anderes. Den Kindern sagen wir jetzt nicht, du musst jetzt heute so und morgen so. Aber
es ist einfach ein Raum und eine Struktur, die wir vorgeben. Und Kinder brauchen auch die Struktur. Ja? Das hat, die Schule gibt halt eine Struktur. Und wir geben halt auch eine Struktur mit dem roten Faden für den Kongress. Den roten Faden? Ach Gott, das ist ja ganz bunte so. Da möchte ich eigentlich noch ganz gerne eine Frage stellen, und zwar stellvertretend für euch, die jetzt noch da mit dabei sind. Wenn jetzt zum Beispiel jemand das Interesse hat, einfach mal zu gucken, wie geht denn sowas los? Kommen die Personen dann zu euch, können sich bei euch melden, haben die ein Bewerbungsgespräch? Wie sieht das jetzt ganz sachlich aus, wenn man mal da sich da dafür interessiert, ohne gleich, wie habt ihr gesagt, nicht mehr abhauen zu können? Ja, also das Erste ist natürlich ein Kennenlerngespräch. Also ihr könnt euch gerne einen Termin buchen bei mir oder bei der Christina, also meistens mache es ich, und dann sprechen wir einfach mal, was denn bei euch da ist, was ihr denn machen wollt, und ich sage, was wir machen können und wo wir euch unterstützen können, und erklären euch genau, wie das jetzt ist mit dem Online-Kongress, wie das funktioniert, welche Schritte das sind. Es ist ja dann unwahrscheinlich viel im Endeffekt, was es denn gibt, wo wir mal anfangen, wie wir denn weitergehen, wie es denn ist und wo wir denn hingehen. Ich schreibe jetzt dann gleich in den Chat mal den Buchungskalender, den könnt ihr euch dann einfach rauskopieren. Und dann könnt ihr euch einfach einen Termin bei mir buchen, einen unverbindlichen Gesprächstermin und kostenlosen. Also ich möchte auch wirklich betonen, Livemore ist eine deutsche UG. Also wir haben sie als UG gegründet, als, was kann man das auf Deutsch? Ist ja wurscht. Unternehmensgemeinschaft? Also, danke. Nein, weiß nicht. Doch. Wir verwirrt. Das ist eine GmbH. Aber darum, genau, es ist eine kleine GmbH, die irgendwann zur großen GmbH wird. Wir sind eine Kreativagentur. Wir sind eine Agentur, die ihr buchen könnt. Wir machen keine, du hast jetzt noch 24 Stunden Zeit, um dich zu entscheiden. Und das ist unser letztes Angebot und nur heute ist es so billig. Sondern wir sind eine Agentur, die Angebote hat. Wir bieten eben mehrere Komplettpakete an in der Kongressbegleitung, und das kann man buchen. Und dafür gibt es einfach Erstgespräche. Also es ist ein ganz normales Business-Geschäft, wie wenn du eben zur nächsten Grafikdesign-Agentur gehst und sagst, ich hätte gern ein neues Logo. Ja, dann sprichst du auch erst mit denen und die sagen dir, was es kostet und was sie für Angebote haben. Und du hast dann Zeit, dir zu überlegen, ob du das buchen möchtest oder nicht. Also es gibt keinen Druck und es gibt keine emotionalen Geschichten. Wir machen auch nur ganz normales Marketing, indem wir uns einfach präsentieren und unsere Angebote präsentieren. Und eben durch Empfehlungen von anderen gerne weiterempfohlen werden, was wir total schön finden. Und wir sind einfach eine ganz normale Agentur. Ja? Also es gibt keinerlei Verpflichtungen, wenn ihr mit uns redet. Wir gucken einfach, was ist da, und es ist kostenfrei. Es ist wirklich eine Erstberatung sozusagen. Ja. Und also eine ganz einfache Agentur sind wir nicht. Nee, aber wir sind nicht so ein typisches Online-Business, diese Online-Business-Modelle, die da immer verkauft werden mit ich wurde reich in 10 Tagen und verdiene jetzt 10.000 Euro im Monat. Genau, richtig. Sondern Livemore ist einfach eine normale Firma und eine Agentur, die man einfach buchen kann. Meine Söhne verdienen 11.000 Euro, wenn sie nur einen Baum ernten. Also, genau. Sims müssen wir sein. Aber wir sind gerade auch im Cheaten. Genau. Also wenn ihr sagt, boah, ich finde eure Energie cool und ich möchte es mit dem Online-Kongress und ich möchte einfach jetzt mal mehr erfahren, wie das denn funktioniert und wie ich denn mit meiner Einzigartigkeit nach draußen gehen kann. Und was die Leistungen sind und was das kostet und wie lange es dauert und so. Dann bucht euch einfach einen Termin bei mir oder bei uns und dann schauen wir einfach, wie es passt. Der dauert ungefähr eine halbe Stunde, also normalerweise eine halbe Stunde, und ist natürlich kostenlos. Das ist ja klar und unverbindlich. Also ihr müsst dann auch nicht irgendwie was zahlen oder so. Weil ich sage, dass wir eine so ganz normale Agentur sind, das sind wir nämlich gar nicht, sondern wir sind so ziemlich die Einzigen, die das vereint alles miteinander. Also den Spirit. Weil wir den Spirit haben, wir haben die Grafik, wir haben die Technik und genau, wir haben das alles auf einmal, und das Ganze im Paket nach draußen zu bringen, das ist einfach krass, weil du, weißt du, du kommst an und erst machen wir mit dir, arbeiten mit dir dein Thema.
Das ist so das Erste, was nach draußen kommt, dein Thema finden, deine, was ist deine Einzigartigkeit, was brennt gerade in dir, was möchte jetzt wirklich nach draußen kommen. Das ist so das Erste, was da ist. Das Zweite ist dann zu gucken, wen möchte ich ansprechen, also wir arbeiten dann raus, wer genau dein Kunde ist oder wer dein Kunde sein soll. Das ist das Zweite. Und dann kommt schon der nächste Schritt, der ist, deinen Kongress zu visualisieren. Also das ist eigentlich mit meiner Meinung nach mit einer der entscheidendsten Punkte in so einem Kongress ist die Visualisierung des Kongresses, dass ich bin eigentlich der Falsche, der das erzählt, weil dann muss eine Christine erzählen, aber wie dann, also dass dein Kongress wirklich so aussieht, wie er aussehen soll. Also dass der dich widerspiegelt, dass er den Kongress widerspiegelt, dass das, was da wirklich raus soll, dass das visualisiert ist und genau das darstellt. Das ist ein unwahrscheinlich wichtiger Punkt, der da nach draußen ist. Und wenn das dann läuft, dann ins kleinste Detail das weiterzubringen. Und weißt du, es geht dann darum, wie mache ich meinen Header, wie mache ich die Überschrift in meinen E-Mail, wie mache ich mein Intro, also was läuft vor meinem Interview überhaupt dann am Kongress, dass das alles so gesichtet und aus einem Guss ist und dass die Leute, die da draußen sind, auch sehen und sich angesprochen fühlen und merken, jawohl, das passt zusammen. Also, weißt du, es gibt, das muss einfach meiner Meinung nach zusammenpassen, dieses Gesicht nach draußen mit dem, was da hinten dran spricht, mit dem, der Veranstalter ist, mit den Teilnehmern, das muss einfach harmonieren. Und ich glaube, da sind wir einzigartig. Wir haben einfach ein Produkt erschaffen, das wir immer gerne gehabt hätten, als wir noch Kongresse gemacht haben. Das war wirklich, daraus ist dieses Produkt entstanden. Und das ist es. Ja, wir haben uns überlegt, was hätten wir damals gerne gehabt, wie wir angefangen haben, und haben festgestellt, das gibt es nicht. Und also haben wir es erschaffen und bieten es seitdem an. Und ja, das ist es. Ich möchte auch gerne noch ein ganz kleines Intermezzo erzählen. Ich habe Christine und Andreas, habe ich gesagt, du, da draußen, da hat es Menschen, die bieten sich jetzt als Coaches an, und zwar gratis. Und dann, wenn sie das dann gratis gemacht haben, dann kostet es dann danach plötzlich ziemlich viel. Also ich weiß nicht genau, wie ihr das euch vorstellt mit eurem Angebot hier. Das ist einfach von Anfang an klar, wie viel es kostet. Da wird kein Verstecken gespielt. Und dann hat der Andreas ganz trocken gesagt, ach, wir zählen auf unsere Ehrlichkeit. Da war bei mir einfach alles klar. Also, da wisst ihr einfach, woran ihr seid. Und das ist einfach eine Basis, da kann man losgehen oder Nein sagen. Und das ist einfach cool. Ja, danke. Ja, das ist auch so. Also wir haben schon so viel erlebt im Online-Business. Wir sind ja da eigentlich schon seitdem, dass das gibt. Uns war immer wichtig, dass wir echt sind und dass wir... Naja, nicht nur einfach wegen dem Online-Business, sondern weil wir einfach so leben, ja. Und wir wollen einfach das, was wir leben, das, was uns im Leben wichtig ist, all diese Werte, die uns im Leben wichtig sind, ja, dieses auf Vertrauensbasis zum Beispiel zu arbeiten, und wir leben Permakultur, und das sind einfach so Dinge, die uns wichtig sind, und wir wollen die natürlich auch im Business leben. Ja. Wir haben auch für Livmore die Mitarbeiter, wir haben eine ganz andere Mitarbeiterstruktur wie andere Firmen, also das ist auch alles auf Vertrauensbasis bei Livmore, und das passt für jeden, und wenn es nicht passt, wird einfach drüber geredet. Also wir haben keine festen Arbeitszeiten und Urlaubszeiten und sonstiges, sondern das ist einfach anders, ja. Und solange es für jeden passt, ist es gut. Und wenn nicht, müssen wir einfach gucken, wie es weitergeht, also wie es wieder für alle passt. Und wir schauen natürlich schon, dass es alles in seinem Rahmen ist, aber wir machen es einfach so, wie wir es gerne hätten. Und einmal für die Kunden und einmal auch für die Mitarbeiter. Das ist uns einfach wichtig. Weil wir einfach dieses neue Leben, diese soziokratischen Strukturen, einfach aus der Fülle leben und aus der Fülle wirken. Und so wollen wir das mit unseren Kunden und so wollen wir das mit unseren Mitarbeitern, weil das für mich einfach auch Zukunft ist. Ich möchte gerne so leben, und also mache ich das auch mit meiner Umgebung gerne so. Und ich finde es schön, wenn es Menschen gibt, die sich damit drauf einlassen können. Jetzt die Runde zum Beispiel. Total schön. Ja, voll schön.
Also wenn, gibt es noch irgendwelche Fragen oder so? Habt ihr noch irgendwas? Da haben wir jetzt alle platt geraten. Ansonsten würde ich, wenn ihr sagt, die Energie passt euch und das ist okay und findet das ganz cool und ihr möchtet vielleicht mal schauen, dann bucht euch einfach einen Termin bei mir oder bei uns. Ich habe den ja da reingeschrieben jetzt. Und dann gucken wir, ob wir zusammenkommen, zusammenpassen. Ich würde mich freuen. Genau, und ich würde mich auch freuen, wenn ihr einfach, wenn ihr einen Termin bucht, noch mit angibt, dass ihr bei dem Webinar von Ronja wart, dass wir das dann auch gut nachverfolgen können, weil wir eben nicht tracken, sondern aber die, genau, einfach weitergeben. Als Dankeschön wieder zurückgeben möchten. Na, cool. Ich war ja schon bei so einem Termin. Ja, du darfst auch gerne nochmal kommen. Okay. Vielleicht nimmst du das ja in Anspruch. Mal gucken. Gerne, ja. Ich habe ja meine Fragen jetzt auch gestellt, von daher. Na. Wundervoll, ihr Lieben. Gerne, Handeln. Gerne. Ronja, magst du das Abschlusswort sagen? Ja, ich danke euch. Ich danke auch euch, die mit dabei wart. Für mich ist es auch ganz schön, die Gesichter, die ich gesehen habe. Ich bin halt wirklich immer noch nicht so ganz dieser Online-Typ, obwohl ich das jetzt sehr schätzen gelernt habe. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich glaube, wir sind echt wirklich auf den Punkt gekommen. Danke auch fürs Ausharren. Und dann bin ich ja mal gespannt, wer von euch den Sprung wagt. Und lass es mir dann zukommen, dass ich das auch ordentlich mitverfolgen kann. Es wäre ganz schön. Danke euch. Dankeschön. Danke. Schöne Zeit euch. Ja, euch auch. Gute Zeit. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss.